10, 15. Ah, Mist. Das I ist weg. Ja, willkommen bei Mittendrin. Sollte da eigentlich stehen, nicht? Aber ihr seht's ja, da habe ich mich nun modernisiert, habe mir einen Computer zugelegt und jetzt ist das I weg. Ohne I läuft doch nichts. Es wird die Tastatur sein. Kontaktschwierigkeiten. Sowas kann man ja nicht reparieren, nicht? Also, neuen Computer kaufen? Nee, da warte ich lieber. In einem Jahr nämlich kommt das neue Modell raus. Und wenn ich mir jetzt einen kaufe, dann ist der ja in einem Jahr veraltet und kommt auf den Schrott. Übrigens, auf den Schrott hier. Das ist so eine Art Elektronikfriedhof. Hey, da könnte ich doch... Ja, da könnte ich doch mal nachsehen, ob da vielleicht eine alte Tastatur rumliegt, bei der das I noch geht. Kann ich doch sicher irgendwie ranbasteln. Ja. Was die Leute alle so wegschmeißen. Hey, wenn das nicht der alte C63 ist. Und da, ach guck, da ist er ja. Ja. Doch fast so gut wie meine Tastatur. Ja, ist nur die Buchse verbogen. Ex und Hop ist out, jetzt wird gelötet. Das ist ja... Ist ja sowas. Ein Wunder der Technik, ne? Nur leider total veraltet und vergammelt. Aber seltsam, bis auf diese Messingkontakte hier, die sind so blank, ne? Die müssen doch grünspan überzogen sein. Hier, ne? Das, aber womöglich ist es gar kein Messing. Nee, das ist Gold. Ja, bessere elektronische Geräte nämlich haben Goldkontakte. Ja? Gold ist ein Edelmetall, das verrostet nicht, das gibt besseren Kontakt, dann kann sowas nicht mehr passieren. Tja, aber ist es nicht eigentlich eine Verschwendung? Gold im Computer? Das ist doch wahnsinnig teuer. Aber naja, Computer sind nicht so teuer, also muss wohl das Gold billiger geworden sein. Ja, so ist es wohl. Es gibt ja auch keine Goldgräber mehr im Wilden Westen. Anscheinend holt man das Zeug jetzt woanders her. Ganz bequem und preiswert. Nun ja, Goldsucher gibt's immer noch. Zum Beispiel hier, irgendwo im brasilianischen Regenwald. Nein, das sind sie nicht. Das sind Indios. Mit Gold können sie nichts anfangen. Wie denn auch? Schon seit Urzeiten leben sie in kleinen Siedlungen, mitten im Urwald. Und hier haben sie alles, was sie brauchen. Nahrung, Kleidung, Hütten, der Regenwald liefert's. Sie könnten noch lange so ungestört weiterleben, wenn nicht eines Tages die Goldsucher gekommen wären. Mit starken Motoren und Wasserpumpen, mit denen sie die Erde wegspülen. Darunter nämlich vermuten sie goldhaltiges Gestein. Finden auch ab und zu welches. Und da muss natürlich der Regenwald weichen. Da geht wieder ein Stück Wald. Und noch ein Stück, und noch ein Stück. Und irgendwann sieht es dann so aus. Da könnten ein paar Körnchen Gold drin sein. Hoffen all die armen Schlucker hier. Ja, und immer mehr kommen. Denn es gibt sehr viele arme Schlucker. Immer mehr Bäume werden gefällt. Immer mehr Waldboden wird weggerissen, weggespült. Das hier war mal ein Urwald. Und jetzt eine zerstörte und vergiftete Landschaft. Denn um das Gold aus dem Gestein zu holen, benutzt man eine Quecksilberverbindung. Für jedes Gramm Gold braucht man etwa das Doppelte an Quecksilber. Und das ist giftig. Nicht nur für die Goldsucher selbst, denn die Quecksilberbrühe landet hier und auch im nächsten Fluss. Die Goldsucher holen sich ihre Fische oberhalb des Camps aus dem Flusslauf. Aber was machen die, die unterhalb leben? Die Indios. Das alles hier ist ihnen fremd. Ihre Welt ist der Regenwald. Was sollen Indios mit Dieselmotoren? Das Wasser ist verpestet. Die Nahrung wird knapp, denn die Goldsucher jagen ihnen noch die letzten Tiere weg. Und, noch schlimmer, sie machen sie krank. Es sind nicht nur die vergifteten Fische. Mit vielen Krankheiten sind diese Indios ja noch nie in Berührung gekommen. Die Goldsucher haben sie eingeschleppt. Sie nehmen ihnen ihre Gesundheit, ihre Nahrung, ihre Kultur. Und ihren Lebensraum. Das hier war mal ein dichter grüner Regenwald, voller Leben. Und jetzt eine trostlose, vergiftete Mondlandschaft. Des Goldes wegen. So, Miss Kim. Ja,
Wer hätte das gedacht, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen meinem Computer und dem brasilianischen Regenwald? Der Computer ist ja schließlich nicht aus Tropenholz geschnitzt. Nicht? Da denkt man doch, man kann nichts falsch machen, umweltmäßig. Ja, kann man aber. Doch, denn da ist das Gold. Und so, wie es da unten gewonnen wird. Ja, aber andererseits, in so einem Computer ist doch nur ganz wenig Gold. Ist doch nur eine hauchdünne Vergoldung. Nicht? Da sind doch keine Goldkettchen drin oder Ringe oder sowas. Da ist doch höchstens... Na, wir können es ja mal ausrechnen. Da kann ich gleich mal meine Tastatur ausprobieren. Bei uns gibt es ungefähr 20 Millionen Computer. In jedem sind ungefähr, sagen wir mal, ein Zehntel Gramm Gold. Das sind dann zusammen, kann man ja eigentlich auch im Kopf, 2 Millionen Gramm. Das aber immerhin sind 2 Tonnen Gold. Und dazu kommen noch Fernseher, Videorekorder, Hi-Fi-Verstärker. Ja, überall sind da solche vergoldeten Teile drin. So gesehen sitze ich ja in einer Goldgrube. Ich komme bloß nicht ran an das Gold. Diese hauchdünne Schicht, die kann man ja nicht abkratzen. Nee. Ne? Schon wieder Gold? Auf einer Bierdose? Ja, das kann doch wohl nicht sein. Nee. Diese Dose ist doch aus Eisen. Ja, und gehört auf den Schrott. Auf keinen Fall hat sie was zu tun mit dem tropischen Regenwald. Man kriegt ja schon ein schlechtes Gewissen, ne? Na bitte, grüner, unberührter Regenwald. Oh, das sieht nach einer Erzgrube aus. Eine riesige Tagebaumondlandschaft mitten im brasilianischen Urwald. Da liegt also Eisenerz unter einer relativ dünnen Erdschicht. Ja, die muss erstmal weggesprengt werden. Und dann kommen die Bagger und holen das Eisenerz raus. Wahrscheinlich auch noch Mangan, Kupfer, Nickel und Zinn. Ja, das hier ist sicherlich eine der größten Erzlagerstätten der Welt. Kein Wunder, denn das Erz ist hier leicht abzubauen. Man muss sich nicht tief in die Erde buddeln, man braucht nur riesige Maschinen. Und viel Platz. Platz für die Grube selbst, für die Menschen, die hier arbeiten und für die Verhüttungsanlagen. Denn das Eisen muss ja erstmal aus dem Gestein herausgeschmolzen werden. Normalerweise macht man das mit Kohle. Die gibt es hier aber nicht. Also nimmt man dafür Holz. Und so fällt ein Baum nach dem anderen. Riesige Waldflächen mit einer kostbaren Vielfalt von Pflanzen und Tieren werden vernichtet. Die Bäume werden zu Brennmaterial. Allerdings nicht direkt. Tausende von kleinen Köhlerbetrieben verarbeiten das Holz erstmal zu Holzkohle. Da geht schon mal die Hälfte der Energie, die im Holz steckt, verloren. Und das bleibt vom Urwald übrig. Holzkohle. Damit werden die Hochöfen befeuert. Und unten kommt schließlich das Roheisen raus. Wird in Blöcke gegossen, verladen und dann in alle Welt verschifft. Feinstes Eisen aus dem Urwald. Der sieht jetzt aber so aus. Das alles hier war mal ein fruchtbarer grüner Regenwald. Die Indios sind verschwunden, alle Tiere und Pflanzen. Und wieder angebaut wird nichts? Das bleibt so. Ich hätte es mir ja denken können. Ich muss mir doch ein schlechtes Gewissen machen, denn jede vierte Ladung Eisenerz kommt zu uns. Für Bleche, Autokarosserien, Maschinenteile, was weiß ich. Und natürlich für Dosen. Ich trinke hier ganz unschuldig mein Bier und der Regenwald leidet darunter. Ja, okay, okay. Ich könnte natürlich eine Flasche nehmen. Das wäre besser. Oder? Ja, Moment. Ja. Sowas hier. Ne? Das ist nämlich kein Eisen. Es ist Aluminium. So wie die Einwickelfolie hier oder wie Alufelgen vom Auto oder Flugzeugteile. Leichtmetall eben. Und umweltfreundlich. Denn Aluminium muss man ja nicht mühsam aus irgendwelchen Erzen rausschmelzen. Das wird mit elektrischem Strom gewonnen. Und den kann man gerade in regenreichen Gebieten sehr umweltfreundlich erzeugen mit Wasserkraft. Endlich mal was Positives. Ja, Wasserkraft ist doch eine saubere Angelegenheit.
Und hier im Amazonasbecken, wo es doch so viel regnet, gibt es genügend Wasser. Also auch viele Flüsse und Nebenflüsse und Wasserfälle. Das landet nun alles im Ozean. Ist doch schade um das schöne Wasser. Da kann man doch einen Stausee bauen, das Wasser sammeln, dann durch Turbinen rauschen lassen und damit Strom erzeugen. Sauberen Strom, denn hier wird ja keine Kohle und kein Holz verbrannt. Hier qualmt nichts, hier wird auch kein Kohlendioxid erzeugt. Ich sage nur Treibhauseffekt, ne? Nur für die Indios, die da hinten im Regenwald wohnen, wird der Strom natürlich nicht erzeugt. Er wird hier gebraucht, in der Aluminiumhütte. Gewaltige Mengen elektrischer Energie sind nötig, um das Aluminium aus Bauxit zu gewinnen. Und weil die Welt immer mehr Aluminium braucht, gibt es hier immer mehr Staudämme. Immer größere Urwaldflächen werden überflutet, um Strom zu erzeugen. Da wird es eng für die Indios. Ihr Lebensraum wird immer kleiner. Der Wald und die Tiere verschwinden. Sie leben zusammengedrängt am Ufer eines künstlichen Stausees. Und sie protestieren. Viel Chancen haben sie nicht, denn da oben sitzen die Vertreter der Elektrizitätsgesellschaft. Ihnen gehört das Land, sagen sie, und sie wollen Strom verkaufen. Und die Indios? Strom und Aluminium brauchen sie nicht, sie brauchen den Wald. Aber der ist inzwischen unbewohnbar geworden. Denn als das Wasser sich hier aufstaute, nahm man sich nicht die Zeit, die Bäume zu fällen und abzutransportieren. Riesige Mengen von Laub vermoderten unter Wasser, zersetzten sich. Das Wasser fault und stinkt. Fische sterben. Hier ist kein Leben mehr drin, außer Stechmücken, die Malaria übertragen. Hier sieht man die Bäume noch aus dem Wasser ragen, verfaulte Bäume. Eine tote Sumpflandschaft ist aus dem Urwald geworden. Und er klagt an. Aber auch er wird nicht viel Erfolg haben mit seinem Protest. Die Industrie braucht Strom. Kein Wald und kein sauberes Flusswasser. Stinkender Schaum ist das hier, die Reste eines versunkenen Waldes. Tja, da haben wir also Aluminium. Aber deswegen ist hier eine Landschaft zerstört worden. Nicht besonders schlau. Okay, okay, ich geb's ja zu. Ich hab nicht gewusst, dass der Regenwald auch unter meiner Aludose leidet. Gold und Eisen und Alu kommen ja auch woanders her, nicht nur aus dem Urwald. Und da gibt's dann woanders ähnliche Probleme, ne? Es ist doch so. Wir machen uns das bequem. Wir leben im Luxus. Wir holen uns Rohstoffe von überall her und machen daraus die tollsten Dinge. Aber wir verändern auch woanders was damit. Auf der anderen Seite der Erde, nicht? Und nicht immer zum Besseren. Aber nur ist genug. Fehlt nur noch, dass einer zu mir sagt, ich soll nicht mehr Auto fahren, weil das wieder diesem Regenwald schadet, nicht? Ja, hier ist lustig. Ja, was? Öl. Ach, Öl kommt auch aus dem Regenwald. Ja, Pflanzenöl, das. Ach, Erdöl. Ach, das bisschen Öl, was ich da in meinen Motor tue, das. Ach so, Benzin. Ja, ja, natürlich, Benzin wird aus Erdöl gemacht. Ja, 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 danke. Also, Erdöl kommt auch aus dem Urwald. Nein, nicht alles, natürlich, aber immerhin. Nicht? Na, ist das irgendwie schädlich für den Regenwald? Sieht eigentlich nicht so aus. Hier haben wir den unberührten wilden Urwald. Ein sauberes Flüsschen, Indios paddeln fröhlich drauf herum. Einfach idyllisch. Naja, so war es mal. Bis zu dem Tag, an dem die großen Maschinen kamen und Straßen.